Es gibt eine Welt, die wir durch unsere bewussten mathematischen Fähigkeiten erforschen können. Eine Welt von bereits vorhandenen Dingen. Dinge wie die Mandelbrotmenge. Sehr komplizierte Dinge also, die bestimmt nicht erst auftauchten, als die Menschheit anfing, sich über sie Gedanken zu machen. Aber wir haben einen Zugang dazu gefunden, durch unseren Verstand und die Präzision der Mathematik. Manche Leute scheinen anzunehmen, dass mathematische Begriffe ebenfalls dieser Kopfarbeit entspringen. Also haben wir ein ziemlich rätselhaftes Dreieck. Das Dreieck, mit dem wir erklären, wie die materielle Welt der mathematischen Welt entspringt, wie unser Denken der materiellen Welt entspringt und drittens, wie die mathematische Welt fast unserem Denken entspringt. Hier haben wir eine Art Paradoxon. Jedes dieser Dinge scheint sich aus dem Vorhergehenden zu ergeben. Ich stelle das gern als eine Art Additionsmysterium dar. Etwas, das wir nicht wirklich verstehen. Vielleicht gibt es aber auch nur eine Welt und dies sind nur ihre verschiedenen Aspekte. Vor mehr als 2000 Jahren begriffen die gebildeten Griechen, dass die Wirklichkeit mathematischer Natur war. Die euklidische Geometrie, die sich im 4. Jahrhundert vor Christus entwickelte, liefert eine Theorie über die Beschaffenheit des Raums. Sie liefert eine sehr genaue Beschreibung der Welt, in der wir leben. Euklid erdachte Figuren, in seiner Fantasie oder auf Papyrus. Er dachte über Grundsätze nach, die so klar und intuitiv schienen, dass sie niemand in Frage stellte. Man nannte sie Axiome. So ein Axiom ist beispielsweise: Gegeben sind zwei Punkte und eine Gerade, die die beiden verbindet. Eine Gerade kann zeitlich und räumlich unendlich fortgeführt werden, ohne Begrenzung. Wenn man eine Gerade hat und einen Punkt, der sich nicht auf dieser Linie befindet, dann gibt es eine Gerade durch diesen Punkt, die sich nicht mit der ersten Geraden kreuzt und die man Parallele nennt. Das ist absolut klar, richtig. Und wir sind alle damit einverstanden. Axiome halten unser Modell von Realität zusammen. Sie machen ein Modell schlüssig und versetzen uns in die Lage, Voraussagen zu machen. Mit Hilfe dieser Axiome stellten sich die alten Griechen einen perfekten mathematischen Raum aus Punkten und Geraden vor. Sie stellten sich eine ebene und spiegelglatte Fläche vor, ein mikroskopisch dünnes, weites Blatt, das immer und ewig weit reicht. Diesen abstrakten, perfekten Raum nennt man euklidischen Raum. Er lässt sich beliebig verändern, vergrößern und verkleinern, ohne Einschränkung. Durch seine perfekten Ebenen wurde die Idee der genauen Messung erst möglich. Hier habe ich ein einfaches Lineal. Stellen Sie es sich als ein Segment einer Linie im euklidischen Raum vor. Das Lineal können wir dann teilen, sodass zwei kleinere Lineale entstehen, von denen jedes halb so lang ist wie das Original. Das Lineal besteht also aus zwei kleineren Kopien seiner selbst. Der Raum ist unterteilt und bleibt doch gleich. Man kann dieses Verfahren ewig wiederholen. Auf diese Weise können wir Entfernungen im euklidischen Raum ausdrücken. Punkten auf einer Fläche kann man Adressen, das heißt Koordinaten, also Dezimalzahlenpaare zuordnen. Das ist das Grundprinzip des Messens. So kann man Strecken und räumliche Körper vermessen. Was ich spannend finde, ist, wie man anhand des Maßstabs der Messlatte eine objektive Verbindung zwischen der äußeren Realität und dem euklidischen Raum herstellen kann. Und zwar mit einem groben, verschwommenen Fenster mit endlicher Auflösung. Dem Auge. Mit Hilfe des euklidischen Raums können wir Vorhersagen über die Wirklichkeit treffen. Überlegen wir uns einmal eine evidente Voraussage. Raum besteht aus Punkten. Wie finde ich einen Punkt in der wirklichen Welt? Die euklidische Geometrie sieht vor, dass wir einen Punkt, einen spezifischen Ort, mit unendlicher Genauigkeit genau definieren können. Hier haben wir eine Satellitenansicht des Ortes, an dem ich mich befinde. Stellen Sie ihn sich als Fläche vor. Seine Koordinaten sind 84,43 Grad Länge und 30,95 Grad Breite. Jetzt zoomen wir näher heran. Und noch näher. Und jetzt können Sie mich sehen. Hier stehe ich. Was sind jetzt die Koordinaten? 84,43794 Grad Länge und 30,95692 Grad Breite.
Wo genau ist das? Na hier, genau an diesem Punkt. Jetzt zoomen wir diesen Punkt immer näher zu uns heran, indem wir den Raum aufteilen und den Punkt immer genauer definieren. Zwar können unsere Geräte die kleinsten Punkte im Raum nicht unbegrenzt vergrößern und auflösen, aber in der abstrakten Welt des euklidischen Raums kann der Mathematiker damit immer weitermachen. Er kann die exakte Position eines Punktes immer noch genauer definieren. Der Grund dafür, warum viele Dinge, die die euklidische Geometrie voraussieht, sich als richtig erweisen, ist sehr tiefgehend. Kleine Raumteile verhalten sich genauso wie große Raumteile, wenn man sie vergrößert oder bewegt. Raum ist überall und in jeder Größenordnung gleich. Um das zu begreifen, benötigen wir den Begriff des Transformers. Das ist etwas Neues. Es ist nämlich nicht mit dem Transformator in der Elektrizität zu verwechseln. Der Transformer ist für die Mathematik ein revolutionäres Konzept. Er ist nicht real, sondern rein virtuell. Das heißt, er kann nur in unserem Kopf existieren. Wir können ihn zwar nicht greifen, doch in Gleichungen übertragen können wir mit seiner Hilfe unglaubliche Dinge anstellen. Man kann mit ihm Objekte im euklidischen Raum auf besondere Art hin und her bewegen. Ein Transformer bewegt alles, was seinem Einfluss unterliegt, genauer und genauer auf einen bestimmten Punkt hin. Dieser feste Punkt bewegt sich dabei nicht. Gleichzeitig macht der Transformer den von ihm bewegten Gegenstand immer kleiner. Das ist das Grundprinzip des Transformers. Transformer sind für viele Überraschungen gut. Hier ist ein anderer Transformer. Bei der ersten Anwendung des Transformers wird das Anfangsblatt gedreht und entlang eines spiralförmigen Weges verkleinert, der an einem Fixpunkt endet. Dieser Transformer deformiert einen Schmetterlingsflügel, dreht ihn um, verkleinert und bewegt ihn. Wenn der Transformer mehrmals angewendet wird, entsteht daraus ein wunderschönes Muster. Erstaunlicherweise können wir mit Hilfe nur weniger dieser Transformer geometrische Objekte beschreiben und weitgehende Voraussagen über die Wirklichkeit treffen. Manche Mathematiker sind der Auffassung, dass Transformer die Grundelemente der Geometrie sind und nicht die Geraden, Dreiecke und so weiter. Hier noch ein Beispiel. Hier ist eine Linie. Dann kommt ein Transformer dazu. Er verkleinert die Linie, sodass eine neue entsteht. Es ist genau dieselbe wie die ursprüngliche, nur kleiner. Dieser Transformer erzeugt eine zweite, neue Linie. Mit diesen beiden Transformern, dem roten und dem blauen, können wir jetzt etwas ganz Besonderes anstellen. Was passiert nun, wenn diese Transformer zusammen eingesetzt werden? Aus den beiden kleineren entsteht die ursprüngliche Linie. Es ist dieselbe wie die beiden transformierten Versionen seiner selbst.